sind sehr schön. White Horse. 41, White Horse nennt man das, wenn man drei große Triple macht. Drei verschiedene große Triple. 1,35. 135. Sie 48. Zehn. 186 bei dir. Dann hat er geworfen, 10. Ja. Ich habe heute schon 5 mal 7 geworfen. Also nicht 35, sondern 5 mal die 7. 86. Ja, die Darts, die werden deine neuen Tablets. Kann ich jetzt schon sagen. Wenn sie sagen, ich muss mit 7 und seinen Darts spielen, dann habe ich jetzt eine gute Alternative. Ja, kann ich natürlich auch für lauter 12 Darts spielen. 22, du hast 100. Sehr gut, Christian. Hi, Big Daddy. Schön, dass du da bist. Der Pro spielt mit meinem Dart. Er sollte ein Handicap sein, aber er spielt besser als mit seinem. Das ist ein bisschen witzig gerade. 30. Du hast 40. Come on. 10. Ja, macht einen Reverse Ratajski. Habe ich heute auch schon gespielt. Dann habe ich die 15 gespielt, dann ist statt der 7 die 16 getroffen. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht. Doppel 2, 17 und 3. Was? Doppel 2 und 17? Und 3. Und 24. Ja, du hast 30. Ups, wo ist denn der? Deck 2. Game shot on the third leg. Mystery Pro. Fourth leg. It's the Mystery Pro. Two throw first. Game on. So habe ich eigentlich das Gamble gewonnen. Ach, war nicht möglich, 38 Sekunden. Das hat mich gerettet. Also meine. Also. Meine Darts, wo ich selber nicht einmal mit warm geworden bin, nur ein Stream gespielt habe, aber gut gespielt habe, muss ich sagen. Gibt es auf Twitch auch das Highlight, wo ich die 126, glaube ich, über Bull mache. 43. Der erste war lucky, der war fast im Triple. Was? 100! Der eine vorhin 170, 180, nein. Jawohl, ich hab's gewonnen. Eins gewürfelt. 29, das 190. Hallo Patrick. Der Pro wirft gerade meinen Dart. Das sollte eigentlich Dings hier, soll es auch schwieriger machen. Aber 1,40. Er ist auf dem 10 da, aber der wird auch wieder drauf gehen, kann ich jetzt schon sagen. Ja, muss ich. So, 18, du hast 50. Check. Aber! Das hast du jetzt nicht gemacht. Geile Darts. Also, du spielst mit meinen Darts zum zweiten Mal überhaupt. Schmeißt Dunkelrotbull. Also der ist mit dem Match. Der ist wirklich mit den drin. Lennox, es tut mir leid. Ich habe gedacht, wenn ich ein Pro mit meinem Dart spielen lasse, wäre es keiner Nachteil für ihn. Aber Game Shot. And the match. 10 Dart. Der nächste 10er ist eingeloggt. Wahnsinn. Das Krasse ist, Yaza ist jetzt als nächstes in der Pipeline.
Wenn du dann wieder mit meinen Darts spielst, dann weint der hart. Aber jetzt muss ich erstmal das Highlight versuchen zu schneiden. Ups, ich habe mich verklickt offensichtlich. Stats, ganz kurz schauen. 89,7 der Average beim Pro. Schieb's euch kurz runter. Dank des 10 Darts ist natürlich 89,7, 35 bei Sweet Lennox. Und 280er.